So, YouTube. Hallo, hallo und willkommen zu Worker and Resources. So sieht's aus und wir starten natürlich wieder mitten im Regen. Es ist Regenzeit. Der Monsun bricht über uns hernieder. Ja, was ist passiert? Die Library ist fertig geworden und steht jetzt hier neben der Kirche, sodass die hier alle glücklich sind. Keinerlei Beschwerden. Unsere Arbeitslosenquote ist auch gen Keller gerutscht, was sehr, sehr gut ist. Außerdem Kriminalität 40 nur noch, nicht 100 noch was. Auch sehr gut. Und ich weiß, was unser Problem ist. Oh, ich weiß, was unser Problem ist. Ja, ich weiß, was unser Problem ist und da werden wir uns gleich drum kümmern. Aber erstmal gucken wir an, was nicht unser Problem ist. Dieser Brunnen, denn der produziert jetzt Wasser, welches hier hingepumpt wird. Und wo Priorität? Der kein Straßenanschluss. Ich sehe es doch genau. Dann müssen wir doch was tun. Na. So. Damit das gebaut wird. Weil sonst kriegen die kein Wasser. Und auch hier... Oh, so rum war das gedacht. Stimmt. Ich wollte gerade sagen, wieso wird der nicht gebaut? Ja, weil er keinen Straßenanschluss hat. Wäre hier ein bisschen schwer geworden, da einen Anschluss hinzubekommen. Aber zum Glück, da können wir nach Süden gehen und sind dran. Wir sehen, das Lager ist zum Beispiel schon fertig. Dann können wir da uns entsprechend einrichten. Hier sollen ja in Zukunft dann 100% Korn reinkommen. Und ich würde sagen, wir können diese LKW hier auf der Route mal abändern. Ihr holt keinen Stoff mehr. Ihr sollt nur noch entladen und beladen. So, das lassen wir sie einmal machen. Linienabstand wird aktiviert, wenn möglich. Okay, aber dann können wir sogar sagen, beladen, warten bis voll. Wir müssen sie nämlich nicht mehr leer fahren. So, und dann haben wir hier aber einen LKW zum Beispiel zu viel. Weil wir brauchen niemals mehr als zwei auf der gesamten Strecke. Aber wir brauchen natürlich mehr Korn-LKW. Abgedeckte Ladefläche, Gesamtkapazität. Und die kosten 10.000. Davon würde ich mal 4 holen. Ich würde mal 4 holen. Mal gucken, ob das okay ist. Und nach werden die ganzen Sachen hier fertig. Die Fabrik ist auch in wenigen Sekunden fertig. 100. Na? 100. Was müssen die denn noch machen? Die Erdhaufen weg oder was? Nein. Was ist? Ach so, es fehlen noch Ressourcen. Starre Mechanik. Obwohl es auf 100% ist. Wie kann das sein? Mechanik ist da. Stahl ist da. Aber keine Arbeiter mehr. Aber es reicht, dass der Kran da ist. Okay. Die verteilen das jetzt. Gleiche Situation auf der Seite. Aber Stahl und Dings ist da. Und jetzt kommen auch noch die Arbeiter dazu. Wunderbar. Sind zwar nur 5 oder 4. Zack. Und da ist die erste Fabrik. Fertig. Und da brennt ein Gebäude. Oh no. Du schon wieder. Der hat schon mal gebrannt. Oh weh. Ich weiß nicht, ob das reicht. Dass die hier rechtzeitig ankommen. Weil die Straße so schlecht ist. Oh, 60. Gamba, Gamba, Gamba. Das kann übel enden. 70. Boah. Problematisch ist natürlich, wenn das Gebäude brennt, ist es zu 63% direkt auch kaputt und muss saniert werden.
ja. Elektrizitätsproblem. Ach, echt. Bevor wir weitermachen, gucken wir kurz auf die Forschung. Nicht, dass ich... Ja, die ist nämlich fertig. Wir können jetzt in die Raffinerieforschung nämlich einsteigen. Direkt verpasst habe ich das. Wir haben nämlich in der Pause beim Warten geredet. Und hier, wir haben jetzt Plus gemacht. Gut, letzten Monat Minus. Wir brauchen auf jeden Fall hier die Gabelstapler. Um die kommen wir nicht drum herum. Oh, und warum haben sie das nicht gebaut? Ach so, da fehlen nur Arbeiter. Okay. Das ging nochmal ordentlich ins Geld, nicht? 90.000 allein die ganzen Dinger. Fahrzeuge. Und wir brauchen auf jeden Fall mindestens einen Öltank. Da würde ich wieder ihn hier nehmen, der dann die drei Dinger anfährt. Da frage ich mich gerade, wie kommen die da hin? Ach, hier drüber. Da war die Straße. Sehr gut. Hat der Stromkasten wieder gebrannt? Ja, genau, der Stromkasten. Der kleine, böse... Wo war Stau? Hier war Stau. Ach so, weil der wartet. Und was macht der? Jetzt fehlt hier eine Straßenladestation. In dem Fall. Okay, dann können wir hier nicht sagen, auf der Route warten bis voll. Weil sonst stehen die alle blöd rumher. Das wären gerade keine... Ach so, natürlich. Da kein Stoff mehr geholt wird, kann auch keine Kleidung produziert werden. Der ist schlecht. Aber gut. Das ist halt so. Wir beladen uns hier mit Korn. Wir entladen uns hier mit Korn. Da können 1, 2, 3, 4 stehen. Aber hier, achso, weil hier später keine Straßenladestation hin soll, nicht? Ja, das macht schon Sinn. Okay, aber das ist eigentlich schon alles. Entladen Korn, beladen Korn. Und dann würde ich sagen, Linienabstand. So, warum wird das nicht gebaut? Ach so. Ja, jetzt. Hahaha. Es kommt noch was Wichtiges zum Tragen. Wir brauchen eigentlich ein Abrissbüro. Ein großes. Also reicht auch ein kleines erstmal. Wo können wir das hinbauen, wo es nicht stört? Wo es aber doch gut rankommt. Da oben beim Brunnen. Hahaha. Ha, ha. Da hinten, nee. Hier auch irgendwie doof. Aber hier habe ich keine Straße außer dir. Ich meine, das könnte hier vorne hin. An diese Stelle. Weil hier kann ich... Ah, aber Platz lassen für die Schiene. Ja, ich meine, das muss eh nicht oft ausdrücken. Okay, weil wir müssen das hier hinten jetzt abreißen. Und ich hatte doch irgendwo das Abrissbüro umgesetzt, damit es dichter dran ist. Ich glaube, hier hinten, ne? Ja. Okay, da wir sonst nichts bauen, würde ich die da einfach mal bauen lassen. Wir haben auch, glaube ich, noch genug Wohnungen. 21-Jährige ohne eigene Wohnung gibt es nicht. Wir haben wieder 7% Arbeitslose. Korn kommt hierher. Die Gabelstapler sind dann auch da drin. Und damit die dann auch betankt werden, können wir ihm auch schon sagen, du holst Treibstoff und dann... Zuerst hier hin. Der kriegt 30. Dann nach dort.
Der kriegt auch 30. Und dann nach dort. Jetzt ist irgendwas durcheinander gekommen. Der kriegt auch 30. Da passt doch irgendwas nicht. 2, 3. Ja, das ist nämlich doof. Das sollte doch genau andersrum sein. Nochmal weg. Du. 30 und du kriegst 40. So. Weil dann kann er da drüber nämlich rausfahren. Und da wieder zurückfahren. Das ist super. Und dann kriegen die nämlich ihren Treibstoff. So, die Fabriken. Warum? Die haben noch kein Wasser. Weil das Ding fehlt. Du müsstest Wasser haben. Pflanzen. Chemikalien fehlt denen. Stimmt. Oh, wir müssen hier Menge begrenzen. Wir müssen hier was ändern. 92 und 8% Chemikalien. Und dann brauchen wir einen Truck, der Chemikalien noch holt. Warte mal, ich habe dich doch noch übrig. Beladen, Chemikalien. Entladen, Chemikalien. Und dann kann er fahren. Der kann nämlich 2,57 Tonnen Chemikalien holen. Dann brauche ich nicht extra ein neues Fahrzeug nochmal kaufen. Sehr gut, gefällt mir. Kannst du an der Stelle die Schienen als Platzhalter billige Schotterwege bauen? Nee. Bei dem fahren die auch über die billigen Schotterwege. Das würde ich nicht empfehlen. Außerdem bringt dir das ja nichts. Bei Schienen musst du eh später Bahnübergänge und sowas machen. Also es muss eh abgerissen werden alles. Klar könnte ich jetzt da erstmal eine Straße ziehen, theoretisch. Aber nachher benutzen die die aus Versehen oder sowas. So ein bisschen im Blick habe ich das ja. Aber wenn es mir ab und zu entgleitet und ich dann so ein kleines Ding hier dazwischen setze, nicht wahr? Dann müssen wir mal gucken, wie wir hier später dann dran vorbeigehen. Zum Beispiel hier habe ich ein Problem gehabt. Hier wäre die Lösung mit einer Straße vielleicht gar nicht schlecht gewesen. Aber irgendwann vergesse ich, warum da eine Straße war. Und dann baue ich sie nachher aus Versehen. Und dann wird es noch teurer, die abzureißen. Aber das Gebäude steht zum Beispiel im Weg. Das muss hier hinten hin. Das wird zum Beispiel auch noch ein Problem werden. Weil die Schiene später hierher vom Stoff hier rumführen muss. Ich komme hier nicht durch, habe ich schon geguckt. So, ihr habt alles. So, denn theoretisch von hier noch dort. Ihr beladet euch mit dem. Und in der Stofffabrik entladet ihr euch mit dem. So, und dann juckeln die nämlich langsam los. Und das gleiche hier. Ihr beladet euch und ihr entladet euch dort. Wenn ich das jetzt schon auf Delete drücke, dann fährt nämlich das Abrissbüro von da hinten los. Und das braucht ewig. Da habe ich keinen Bock drauf. Lassen wir das erstmal fertig bauen. Das ist eh gleich durch. Das ist nur so eine kleine Halle. Hier sind Pflanzen drin. Hier ist Wasser drin. Pflanzen und Chemikalien sind drin. Sehr gut. Das hat also funktioniert. Wasserqualität 93% ist auch okay. Die kriegen Strom. Und jetzt fehlen eigentlich nur noch Arbeiter. Aber was auch noch fehlt und was vielleicht hilfreich wäre, wenn wir die Wege hier drin
noch zumindest mit Kies füllen würden. Bei dem bin ich mir nicht sicher, ob die bleiben werden, die Wege, so wie sie sind. Aber die hier drin sind ja in sich geschlossen und logisch. Außerdem die Fußwege für die Arbeiter, nicht? Das hatten wir auch geguckt, dass die passen. Auch mit dem Müll. Dann können wir die auch schon mal verbessern. Ist nämlich auch für die Feuerwehr dann einfacher, wenn es hier mal irgendwo brennt, dann da durchaus ranzukommen. So. Und die haben hier gemischter Mehrabsatzcontainer. Ich weiß nicht, ob die den hier benutzen. Bin ich mir gar nicht so sicher. Ob ich nicht da eher einen Müllplatz dran haben hätte müssen. Was werden wir sehen. Ich vergesse solche Kleinigkeiten auch ganz oft. Ja gut. Jetzt steht er da fest, nicht? Aber das ist ja kein Problem. Die haben durchaus Treibstoff. Die können eh nichts machen. Und du kriegst den Straßenanschluss, wenn das hier abgerissen ist. Das Problem ist, solange kriegen wir halt keine Einnahmen, nicht? Hahaha. Das ist vielleicht das einzige Ungünstige in dem Moment. Ich meine, ich brauche schon neue Busse auf jeden Fall. Stau. Brauchen wir einen Stau? Ja. Okay. Mit dem Stau kann ich leben. Wir brauchen auf jeden Fall Busse. Ein Gelenkbus zur Arbeit ist irgendwie blöd. Der 98 Passagiere. Der ist schon gar nicht so schlecht. Wie viel brauchen die? 100 Arbeiter. Das heißt, ein Bus könnte theoretisch alles versorgen. Da wir zwei Fabriken respektive drei haben werden, hole ich einfach drei Busse davon. Die dann hier hin und her fahren. Klingt gut. Ich bin todmüde. Wir sind alle todmüde. Da hilft nur bei der Hitze viel trinken. Eigentlich ist draußen kalt, aber die Bude ist einfach aufgeheizt. Und da ist das Abrissbüro fertig. Dann können wir das letzte kostenlose Büro, was wir noch haben, komplett ersetzen, würde ich sagen. Ich hoffe jetzt nicht, dass mein anderes Ohr noch anfängt. Jetzt juckt es da. Nicht gut. Und weg damit! Ein modernes Zeitalter ist angebrochen. Jawohl! Oder früh ins Bett gehen. Wer früh ins Bett geht, wird weniger im Leben gemacht haben, als andere, die nicht so früh ins Bett gegangen sind. Eine wichtige Weisheit. Und die brauchen auch noch ein bisschen was. Noch einen zweiten Bagger, würde ich sagen. Noch einen Müllwagen. Da brauchen die mehr als einen. Offene Ladefläche. Nehmen wir den. Ich glaube, der ist nur da Baumaschinen transportieren. Und dann können wir dem noch sagen, das passt nämlich sehr gut. Der kommt ja eh hier vorbei. Dann kann er sich auch da entladen. Und dann kriegen die alle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eigentlich 25%, nicht? Warte mal, wie ging das? Achso, da. Kann man auch individuell einstellen. Man muss halt solche Tricks nicht. Man sieht halt nicht, dass es ein Inputfeld da ist. Die lernt man dann. Zack. 2, 3, 4, 5 und dann fährt er zurück. Achso, aktuell sieht man nicht, dass er da hinfahren könnte, weil die Wege gebaut werden. Alles klar. So, Chemikalien sind da. Pflanzen sind da. Wenn ich unter eine Million rutschen, die Busse sind auch da, dann würde ich sagen, die Busse holen dort Arbeitskräfte ab. Wir sagen mal noch nicht die Gebildeten. Und bringen sie zu dieser Haltestelle und entladen die da.
Oh, dann ist es schon mal vorgesehen. Wenn wir dann soweit sind. Ölpreise steigen. Das ist gut und schlecht zugleich. Und ich glaube, als nächstes 28% sind wir da erst bei der Forschung. Das braucht also noch ein bisschen. Aber das wäre dann so das nächste Ding. Kein Sport, keine Kultur, Kriminalität. Frag mich, wo das herkommt. Also Sport und Kriminalität kann nicht von hier hinten kommen. Das würde mich wundern. Wir haben hier die meisten Sportsachen eigentlich. Im Gegensatz zu den anderen. Auch Kultur und Kirche. Und ich meine, es meckert ja auch kein Gebäude. Konnte wegen Krankheit nicht arbeiten. Okay. Keine Elektronik konnte der bekommen. Hier. Na, okay. Hier hinten ist ein Problem mit Schulen. Aber das wissen wir ja. Ansonsten sind die alle nur arbeitslos. Vielleicht ist das auch das Problem. Gut, vielleicht die hier, dass die nicht alles kriegen. Das kann sein. Wobei die bis in die Innenstadt kommen und die haben ja einen Bus vor der Tür. Und ich weiß nicht, ob die eine Schule brauchen, aber es sind ja nur Schüler eigentlich. Und die sind alle 44 durchaus. Sport 100, Essen. Ja, vielleicht fehlt denen, na gut, die können jetzt da zum Sport gehen. Oh, was sein kann, dass die Kleidung leer läuft. Aber scheint noch zu reichen, dass wir früher auf Vorrat hatten. Okay, Baubüro ist da. Zwei Bagger, drei Mülldinger. Das passt. Achso, den anderen konnte ich schon gar nicht mehr kaufen. Bauschutt kann nicht gelagert werden. Warum kann Bauschutt nicht gelagert werden? Alles. Bauschutt. Da bitte. Ne, warte mal. Da? Gut, in dem Fall wäre eigentlich gut alles von da, ne? Jetzt. So. Was einfach dichter liegt als beim anderen. Was wollten wir abreißen? Das Ding. Das wollten wir abreißen. Das wollten wir abreißen. Dafür muss es nämlich leer sein. Bei denen... Ja, komm. Die müssen erstmal komplett weg, um neu gebaut zu werden. Und denen geben wir mal die höhere Priorität. Dass die zuerst wegkommen. Bauen aber echt langsam die paar Wege hier. Haben wir schon schneller gesehen. 28 Tonnen Chemikalien. Okay, warte mal. Gehen hier auf 5 zu 95. 18 Tonnen Chemikalien. Ist viel zu viel. Gehen wir auf 3 zu 97. 10 Tonnen. 10 Tonnen ist okay. Ich meine, die brauchen wie viel? 0,5 Tonnen Chemikalien. 6 können die lagern. Ah, das 10 vollkommen okay. Das sind 2 LKW-Ladungen. So. Das sieht doch nach einem erfolgreichen Abriss aus. Bin ich so ein bisschen Angst, dass wenn die Gebäude zuerst abreißen, dass die da nicht mehr rankommen.
hier kommen die nämlich schon nicht mehr ran. Hahaha, warum kommen die nicht hier ran? Weil sie einfach nur nicht zugewiesen sind. Alles klar. Noch 2,9 Tonnen gemischter Müll. Ah, jetzt sind hier schon Arbeiter. Sehr gut. Sehr schön. Das nenne ich mal erfolgreichen Rückbau. Sehr laut heute das Spiel für euch, nicht? Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Wir könnten hier hinten noch ein paar Bäume langsam mal pflanzen. Dass das ein bisschen schöner aussieht. Wir könnten noch andere Bäume pflanzen, aber ich glaube, das passt gar nicht so gut. Palmen. Oh, vielleicht mal die Palmen hier im Innenhof. Und dann so ein paar Palmen hier und Dschungelbäume. So, hier um die Sportplätze vielleicht ein bisschen mehr. Dass es zuwächst. Haben die da auch Schatten. Und später müssen wir dann. Gut, an den Schienen baumfrei ist eigentlich gar nicht so dumm. Aber so zwischen den Bezirken habe ich dann immer keine Bäume und hier hinten habe ich auch noch gar nicht gesetzt. Ich finde irgendwie cooler, wenn man die Bäume aber noch schöner einzeln setzen könnte. Das wäre... Weil man kann ja maximal so einen Mini-Radius machen, der trotzdem dann nicht 100% genau ist. Also der Baum kann dann da oder da spawnen. Und dann hat man immer so wie hier so ein Geeier. Ein bisschen in der Linie. Gibt bestimmt einen Mod, der das Align Tree Mod oder sowas, kann ich mir durchaus vorstellen. Da gibt es ja immer alles. Okay. Grundsätzlich, achso, die Wege fehlen noch. Sonst kommen die nicht zur Fabrik. Ja, lassen wir sie erstmal machen. Geldtechnisch. Oh, diesen Monat sogar im Plus. Nur mit Öl. Interessant. Das, obwohl wir bauen. Achso, und weil wir abreißen. Sehr gut. Für den Abriss ist eine Straßenverbindung notwendig. Das war hier drüber verbunden vorher. Okay. Hier sind Leute, die reißen das gerade ab. Man sieht es zwar kaum. Ja, ja, ich weiß. Aber kannst du noch nicht? Achso, du musst erst nach da oben. Ah, sehr, sehr. Ah, war vielleicht ein bisschen zu ambitioniert gebaut. Andererseits ist das ja eh noch stillgelegt. Bin noch gespannt, ob das dann so gut funktioniert. Ich meine, die gehen hier auch die ganze Zeit arbeiten, ohne dass da was reinkommt, aber na gut. Irgendeinen Toten müssen wir sterben. Eigentlich wollte ich das auch eh komplett getrennt machen, aber dann müsste ich natürlich den Stoff immer hier rüber liefern lassen. Könnte genauso aufwendig werden wie das, was wir jetzt hier bauen. Hm. Das Ding hat schon eine Straßenladestation? Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Das heißt, das ist ja schon fertig, nicht? Das Belagern. Ah, die hier ist noch nicht gebaut. Warte mal, die könnten wir aber schon bauen lassen. Wir müssen ja die Straße da nicht machen, während die abreißen. Können wir schon mal die Halle bauen, dann können wir denen schon den Befehl geben und dann können die schon produzieren. Sobald hier die Wege mal fertig werden.
Das Gute ist, dass wir die ganzen Sachen wie Keys und Arbeitskräfte natürlich lokal haben. Dadurch geht das alles viel weniger ins Geld. Und wir halten uns echt nur mit dem Öl gerade auf plus minus null. Finde ich okay. Warum ist die Straße noch nicht weg? Weil noch Bauschutt abgeholt werden muss. Okay, erwartet. Dann können wir schon damit anfangen, die abzureißen. Ja, genau. Dann kann der Bagger hier schon hingurken. Beton und Kies sind auf der Baustelle auch da. Sehr gut. Wir haben schon 1973. Aber dafür erstaunlich wenig Probleme gehabt diesmal. Also ich glaube, alle Erfahrungen, die wir hatten, haben uns echt gut auf die Situation vorbereitet. Oh, Sanierung. Stimmt, war eins der ersten Gebäude, nicht? Danach müsste das Krankenhaus bald dran sein. Nö, 46% erst. Und das hier 39. Geht ja noch. Das hier 33. 32. 46. 40. 35. Aber manche Gebäude nutzen sich schneller ab als andere. Klar, so ein Einkaufszentrum. Auf jeden Fall. Zack, 0% Abnutzung. Wie neu strahlt das. Neuen Glanze. Ein Gebäude brennt. Oh no, die Kirche brennt. Lass die Kirche im Dorf. Aber da kommen schon unsere heldenhaften Feuerwehren. Und sie backt nicht fest. Sehr gut. Langsam haben wir hier ein Problem, nicht wahr? Wo will er überhaupt hin? Ach so, die wollen hier rein, alle. Ah, ich brauche hier vielleicht eine Parallelstraße für die Busse. Dass die hier rauffahren. Und nicht die Hauptstraße blockieren. Da muss ich nächstes Mal dran denken. Das wäre zum Beispiel noch eine Sache, die man verbessern könnte. Habe ich gar nicht dran gedacht. Dass man denen eine extra lange eigene Straße gibt. Und wie oft kommt es vor, dass alle Busse hier hinkommen gleichzeitig nicht? Ja. Boah. Schon krass, wenn die hier ihre Leute reinbringen und dann aber auch gleichzeitig wieder abholen. Zack, 113 Leute drin. Zup, nur noch 73 drin. Wieder 129 drin. Jetzt fährt gerade keiner. Abriss erst zu 24%. Eieieiei. Also da ist viel Schrott drin auf jeden Fall. Aber hier ist ja sogar noch ein Müllfahrzeug. Also das könnte dadurch doch mithelfen. Eine Million 22.000. Wir halten uns hartnäckig im Plus. Komm, die letzte Straße hier, damit das alles hier aufhört, mir Stau zu melden. Priorisiert das endlich mal bitte. Baumaschine ist immerhin schon da. Die anderen Sachen sind mir alle wumpi. Aber ich glaube, nee, hier fehlen auch noch die beiden, genau die beiden Wege, damit die da in die Fabriken können. Ich meine, die können auch außen rumlaufen. Ah, die würden hinten rum zur Fabrik kommen können. Ist ja gar nicht schlecht. Hä? Wie? Nee. Da, über die Straße kommen wir rein.
Ja, dann starten wir unsere Busse. Aber wenn wir nur 4% Arbeitslosigkeit haben gerade, würde ich sagen, let's go. Linienabstand. 1. Dann lassen wir den ein bisschen fahren. Vielleicht bis da und dann starten wir erst den nächsten. 2. Da ist die Ziellinie. Wenn die Busse da durchfahren, dann starten wir mal den nächsten. Und solange können wir noch was trinken. Trinken nicht vergessen. Hm. 3. Und dann haben sie zumindest von meiner Seite aus einen kleinen Abstand. Und dann geht nämlich der erste Stoff raus. Sehr gut. Hier ist halt sehr viel Bauschutt drin. Aber schon zu 88% weggeschaufelt. Aber jetzt muss erstmal abtransportiert werden und dann wird das Fundament anscheinend nochmal rausgerissen separat. Korn ist auch gut aufgefüllt. Ich meine, das geht ja eigentlich auch ordentlich ins Geld, das Korn. Und das fällt gar nicht auf. Normalerweise beim Stoff, wenn wir den die ganze Zeit jetzt gekauft hätten, wären wir pleite gewesen. Also dafür, dass wir nichts verkaufen, stehen wir echt gut da. Wobei, eben hatten wir 21.000 und obwohl wir Plus gemacht haben, haben wir jetzt 3.000 weniger. Merkwürdig. Jetzt sind wir wieder 1.020.000. Ah, und die Straße ist fertig. Es funktioniert. Er fährt hier überall hin. Sehr gut. Dann haben die da auch Treibstoff. Wunderbar. Und die Fabriken arbeiten. Jawohl. Wir gucken, der Brunnen hier hinten. Keine Probleme. Der Brunnen hier, keine Probleme. Sehr schön. Abriss fertig. Jetzt muss nur noch der Schutt weg und dann können wir das nämlich anbinden. Menge begrenzen. Hier soll nur Stoff gelagert werden, soweit ich das sehe. Dann sollten wir das auch machen. Zack. Und da können wir nämlich ordentlich was lagern. Jetzt können wir dem nämlich sagen, hier von dem und dem belade dich mit Stoff. Nicht, dass er aus Versehen die anderen Sachen rausholt. Und entlade hier bitte nur Stoff. Und dann kann er nämlich loslegen. Und die Sachen da rüberbringen. Und dann kommen die ersten Tonnen Stoff da rein. Genau. Wenn wir noch mehr Leute brauchen, dann können wir den hier bauen. Wenn wir merken, das reicht schon bei 2 nicht. Das sieht gut aus. Arbeitet jetzt natürlich auch nicht bei voller Last. Aber die ersten 15 Tonnen Stoff sind da. Talilala. Muss nur noch der Schutt hier weg. Und hier müssen wir echt mal gucken, dass wir eine Straßenladestation eigentlich hinkriegen. Vielleicht in die andere Richtung? Warte, würde das gehen? Würde ja reichen, wenn das eine Zweier ist. Ja. Oh. Oh. Wir könnten... hier eine Straßenladestation hinmachen. Einfach
was besser ist. Dann müssen wir nur hier gleich gucken, dass wir einen Übergang machen für die Anbindung von hier nach da. Aber dann hätten wir das Problem nämlich beseitigt. Ein Gebäude brennt. Das ist doch gerade erst fertig geworden. Oh, die Feuerwehr kommt niemals schnell genug hierher. Wartet, was können wir machen? Ich kann die Autos auch gar nicht mehr rausholen. Doch, da. Die Feuerwehr ist gerade rechtzeitig. Das war aber Glück. Ja, das wäre echt teuer gewesen, wenn die abgefackelt wären. Deswegen, die paar Meter besserer Weg, die können schon manchmal den Unterschied machen. Der Stoff, der rollt, die Fabrik hin, die arbeiten. Sehr schöne Arbeit da drin. Wir haben keine Arbeitslosen mehr gerade. Das ist nicht gut. Was gut ist, ist, dass endlich diese unsagbare, dumme Fabrik hier weg ist. Und wir jetzt nur noch einen Anschluss brauchen. Wie auch immer der da aussehen möge. Und zwar einmal nach da. Ha! Ah, I see the problem. Wir können nicht daran. Okay, du musst nochmal weg. Dann machen wir es so. Dann haben wir eh mehr Platz. Das passt eh besser. Okay, wir brauchen auf jeden Fall den Straßenübergang hier. Also einmal gehen wir nach oben und von unten gehen wir nach da. Und zusätzlich gehen wir daran. Kriegen wir den daneben? Den kriegen wir doch daneben. Das kriegen wir doch hin. Warte. Ja, durch die... den einen dummen Anschluss, da wird das nicht klappen. Vielleicht so... Da würde es gehen. Da nicht. Zu scharf. Wenn ich dann ein Stück mehr nach unten gehen, dann würde das hier nicht mehr gehen. Dafür das. Hm. Okay. Das wird eine Zirkelarbeit. Ab welcher Höhe springt der unten um? Der ist zu doll. Der geht noch. Okay. Hier schon Kurve zu scharf. Dafür geht er rum. Okay. Das geht also nicht. Ah, das ist blöd. Wir könnten aber unten... Trick 17 arbeiten. Factory to Factory. Das so machen. Da kriege ich das mit dem Weg hier vielleicht einen Millimeter besser hin, dass die Kurve nicht zu scharf wird. Natürlich noch optimaler. Ich meine, das muss hier hin, höchstens meine Feuerwehr. Da wäre... Okay. Ja, das bringt nicht viel. Ich könnte schräg stellen, aber ich will es halt nicht schräg stellen. Okay. Ein Stück höher. Ist jetzt wirklich nur einen Millimeter höher. Das geht. Das geht. Ah, viel besser so. Jetzt die Straßenladestation. Die sieht natürlich jetzt nicht mehr ganz so passend aus. Nicht die große. Kleine bitte. Weil die jetzt auch...
dann nicht hundertprozentig passt nach da. Aber dann werden die angebunden. So, die hat eine Straßenladestation. Die wird an die Straße mit angebunden. Das ist... Ach so, hier fehlt noch einer. Ha. Ich hab's vergessen. Der muss ja auch noch hier hin. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Wir könnten den mit der Straße nach oben anbinden. Die Straßenladestation war halt nicht eingeplant an der Stelle, muss man mal sagen. Nach oben kann ich nicht umbauen ohne größere Probleme. Außerdem finde ich es echt hübsch geworden, von daher. Okay, und was ist, wenn wir das Ganze nochmal anders aufzäumen? Jetzt, wo ich es geschafft habe, ne? Wir können ja auch von hier unten, sage ich mal, rumfahren. Nicht? Wenn irgendwann ist nur blöd, dann werden die Wege zu lang. Das ist eigentlich schon zu lang. Das Problem ist, die stehen zu eng. Ich könnte die aber direkt aneinander anschließen. Die bräuchten ja gar nichts, oder? Wir probieren das mal. Das können die ja schon mal bauen, während wir den Rest planen nochmal. Weil dann kann ich das ja doch alles so bauen, wie ich es eben gesetzt hatte. Ah, wieder nicht überlegt. Straßenübergang. Das kriegen wir noch ein Stück besser. Das wissen wir. Ist das die Kante? Also eins höher. Ja. Straße diesmal auch besser geworden. Und dann kriegst du die Anschlussstraße und du kriegst da nur den Weg ran. So, fertig. Die bringen das darüber. Das sollte direkt da reingehen. Die, die hier oben lang fahren, können dann hier auch mal stehen bleiben, ohne das zu blockieren. Dann kann der nämlich zum Beispiel warten bis voll und der andere warten bis voll. Und trotzdem kann die Müllabfuhr hier zur Not noch ranfahren oder was hier immer ran muss, Feuerwehr etc. Hier haben wir auch eine Straßenladestation. Und inzwischen schon 100 Tonnen Stoff vorgearbeitet. Hier sind auch 100 Arbeiter drin. Boah. Hier wird richtig geballert. Kommen genug Pflanzen an? Noch 200 Tonnen. Müssen wir mal im Blick haben. 200 Tonnen. Ob das hoch oder runter geht, wenn nicht, brauchen wir halt mehr LKW. Dann bin ich mal gespannt, wie sich das mit dem Geld entwickelt. Wir sind hier relativ früh im Jahr, im März. Das heißt, Stoffe dürften gar nicht mehr zu Buche schlagen, die wir importiert haben. Aber da ist Korn dafür. Das sollte ein nahtloser Wechsel in 73 sein. Und was sagen die Häuser? Noch ein paar
Wohnungen sind frei. Das gefällt mir. Alle anderen sind aber immer noch voll. Also sind auch nicht umgezogen, die Leute oder so. Zufriedenheit. Inzwischen auch wieder alles ein bisschen besser. Kultur 0,5. Da können wir was tun. Und kein Sport treiben. Da können wir auch noch mal ein bisschen was tun. Keine Kirche. 71. Ja, gut. Ich würde sagen, den Rest gucken wir uns in der nächsten Folge an. Bis dann.